Fußball 2 fucking 1000. Oh mein Gott, was war das denn bitte schön für ein vogelwilder Kick in Stuttgart? Wir könnten, glaube ich, Stunden reden. Die Eintracht hat uns alle wieder 80 Jahre älter gemacht heute Abend. Lisa Tellers an meiner Seite heute hier. Gibt es eine Kooperation mit dem Kardiologen oder so? Das wäre vielleicht mal angebracht. Ich glaube auch, die Herz-Kreislauf-Spezialisten in Hessen in der kommenden Woche wieder mal Hochkonjunktur. Aber sie kennen es ja nicht anders. Freunde, das Wichtigste vorneweg. 3:2 in Stuttgart. Erstmals seit 16 Heimspielen verliert der VfB wieder zu Hause. Die Eintracht hat das Ding tatsächlich gezogen. Und die Eintracht geht als erster Verfolger von Bayern und Leipzig in die letzte Länderspielpause des Jahres. Das ist die Message Nummer 1, oder? Ich habe nur gehört, Deutscher Meister wird nur die SG. Hast du gehört? Ich habe diese Nacht einen Ohrwurm, ja. Also das war sehr, sehr laut zu hören. Ich hatte einen ziemlich geilen Platz, weil ich konnte so auf die Fankurve drauf gucken. Also war so ein gemischten Block. Und am Ende war natürlich Partystimmung, ne? Und Drama wirklich angesagt. Also nach diesem 3:3 um mich herum die Stuttgarter komplett ausgerastet. Aber ich war mir irgendwie sicher, also da wird nochmal kontrolliert. Ich glaube, die Eintracht-Spieler auch. Und auch Kevin Trapp war sich sehr sicher. Ja. Deswegen irgendwie hatte ich dann noch so eine Hoffnung, dass da du was hast passiert. Es gesehen. Kevin hat es gesehen. Er hat auch gesagt nach dem Spiel, er hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er Führich da ein bisschen sehr weit vorne gesehen hat. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei diesem Abend. Also zunächst mal fucking Freistoß, God forever, Omar Mamouche. 3 in a row, baby. 3 in a row. Hast du auch das Gefühl gehabt, Lisa, als der angelaufen ist, nach dem Motto, ja, der, natürlich versenkt er den jetzt. Aber ich habe Angst, das ist doch viel zu weit. Und dann nimmt sich der trotzdem so selbstverständlich diesen Ball. Und es ist, steht fest, er schießt diesen Freistoß. Es war so, ja, ich mach den. Ich habe schon die Arme hoch zum Jubeln genommen, als er angelaufen ist. Ich dachte, alles klar. Was der gerade anfasst, das geht einfach rein. Das ist wirklich, es ist sensationell. Überhaupt, auch das erste Tor. Geile Ecke, super auf den Kopf von Ekitike. Zweite Tor, Knauf, überragend vorbereitet. So viele schöne Geschichten. Kevin Trapp mit dem gehaltenen Elfmeter. Überhaupt VfB absoluter Chancenwucher, muss ja sagen. Die Stuttgarter waren ja unfassbar gut eigentlich. Ja, also ich glaube 22 Torschüsse hatten sie am Ende. Und gerade die erste Halbzeit, muss man schon sagen, nach diesem Mamouche, vierte Minute, kam nicht mehr viel von der Eintracht. Und Stuttgart war da echt das bessere Team. Zumindest hatten sie immer wieder gute Ansätze. Und dann macht die Eintracht einfach dieses Tor. Und man hat halt einfach leider gemerkt, dass nach diesem 3-0 Stuttgart gefühlt sie nochmal aufgewacht ist. Also das hat sie nochmal irgendwie so ein bisschen gewurmt. So die waren nie raus aus dem Spiel, nee, oder? Aber so dieses 3-0 war so richtig so, jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren und jetzt volle Kanone. Also man hat irgendwie gemerkt, da passiert nochmal was nach diesem 3-0, weil sie halt wirklich immer auch dran waren. Und das muss man auch hoch anrechnen. Und Kevin Trapp hat nach dem Spiel übrigens gesagt, wir dürfen uns freuen, wir dürfen feiern, wir müssen aber auch über ein paar Dinge reden. Mhm. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Summary unseres brutal starken Torhüters. Ihr Lieben, lasst Liebe da in den Kommentaren. Therapiert euch gegenseitig, weil ich glaube, das ist heute nötig. Viele von uns werden ein bisschen länger brauchen heute, um einzuschlafen. Zum Glück gibt es ja den morgigen Montag, Fußball 2000, große Folge, 11.11. Wir sind richtig jeck unterwegs morgen. Lisa, über was würdest du morgen am meisten reden bei diesen gefühlt 78.000 Geschichten, die dieses Spiel hier geliefert hat? Ich weiß es nicht. Irgendwie, also ich glaube, man muss darüber reden, warum man eine 3-0-Führung dann am Ende fast noch herschenkt und es nochmal so eng wird. Du hast eben schon gesagt, eigentlich ist es normal für Eintracht Frankfurt, aber ich glaube, da sollte man schon drüber reden. Und was ich aber trotzdem gut finde, ist die Chancenverwertung, wie eiskalt einfach Eintracht Frankfurt ist und dass sie diese Geduld und auch dieses Selbstvertrauen haben und wissen, wir machen hier heute noch ein Ding, auch wenn die erste Halbzeit echt nicht gut war. Dieses Selbstvertrauen, also das ist auch eine neu gewonnene Qualität. Definitiv. Und dieses Wirrwarr, dass du immer neue Spieler reinbringen kannst und du hast das Gefühl, es gibt keinen Qualitätsabfall. Wir bleiben dabei, solche Spiele in der letzten Saison hätte die Eintracht vermutlich nicht gewonnen. Und auch deshalb kann der deutsche Meister dieses Jahr nur Eintracht Frankfurt heißen, möglicherweise. Wir werden morgen genauer darüber sprechen, was das bedeutet. Leute, was für ein Wochenende. Die Eintracht ist der Sieger des Spieltags oben in der Tabelle. Wir freuen uns auf morgen. Genießt den Abend, macht Termine für den Kardiologen schon mal aus. Pam, 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 wie der liebe Basti sagen würde. Gute Besserung übrigens, Bruder. Wir freuen uns auf morgen. Und bitte, lasst Liebe da in den Kommentaren für alle. Für Trappo, für Oma, für Dino Topmöller, der diese Mannschaft immer, immer besser macht. Und einfach für diesen Auswärtssieg im Kessel von Stuttgart, den die Eintracht ganz, ganz still gemacht hat am Ende. Was für ein Drama. Kommt gut durch die Nacht und bis morgen. Macht's gut, danke, ne? Und feiert ein bisschen, aber nur ein bisschen.
Denn heute geht es um die Spieler von der Eintracht. Geile Typen, die müssen nicht wirklich richtig guten Fußball gespielt haben, sondern einfach geile Typen gewesen sein. Also ich habe mir einen ausgesucht, den ihr beide definitiv euch nicht ausgesucht habt. Mein Spieler war keine Legende und ich habe auch nicht so viel Fachwissen wie du jetzt über ihn, aber ich mochte ihn damals sehr gerne, ich weiß auch nicht genau warum. Habe eigentlich gedacht, was ist das denn für einer? Aber der hat hier vorne so einen Kranz gehabt, ja. So einen Haarkranz. Der konnte nichts. Und ist dann richtig zu einer Legende geworden. Gesicht wie ein Nussknacker. Habe ich gedacht, okay, wenn er ein Star werden kann, können wir das alle. Ja.